Die Prusik-Flaschenschlinge. Basiert auf den Prusik-Knoten, die der Bergsteiger Dr. Karl Prusik in den 1930er Jahren erfunden hat, wird, wie gesagt, um den Flaschenhals gemacht. Wir meinen, das wäre der Flaschenhals und ermöglicht ein sicheres Befestigen und Tragen von Flaschen und ähnlichen Gegenständen. Prusik-Flaschenschlinge. Unser Gegenstand, den wir transportieren müssen wollen, Flasche oder was auch immer. Wir nehmen ein Stückchen Leine, doppeln sie und klappen die Bucht nach hinten und legen die beiden Augen ebenfalls nach hinten. Dann stülpen wir dieses Gebilde über den Gegenstand und haben einen Kuhsteg. Daraus machen wir jetzt den Prusik-Knoten, indem wir die beiden Parten von hinten um den Gegenstand turnen und durch dieses Auge führen. Also von hinten hier durch. Prusik-Knoten. Um daraus jetzt die Prusik-Flaschenschlinge zu machen, ziehen wir diese Part etwas nach vorne, verdrehen sie und stecken die beiden Parten von unten durch dieses Auge. Dann wieder mal zuziehen. Und wir haben die Prusik-Flaschenschlinge.